Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu einem neuen Erklärvideo mit unserer Expertin, Frau Professor Dr. Brigitte König, eine Immunologin, eine ausgewiesene Expertin rund um dieses Thema, die Frau, die uns aufklärt über das, was man mit Impfungen machen kann und über das, was letztendlich auch überprüft werden kann an der Impfung und womit man gegebenenfalls rechnen muss. Und heute geht es speziell darum, dass wir ja im September wieder die Neuauslieferung der Corona-Impfstoffe haben, also auch ein Thema auf Ihrer Seite. Und es sollte eine gute Information für Sie hinterlegt sein, damit Sie sich frei entscheiden können, was Sie denn jetzt machen wollen. Und das ist unser heutiges Thema. Bleiben Sie dran. Jetzt geht es los. Frau Professor König, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses ganz wichtige Thema. Dann sage ich erstmal hallo, Herr Dr. Wichert. Hallo alle zusammen. Die Impfempfehlung steht an. Und zwar empfiehlt das Robert-Koch-Institut allen Menschen ab 60, egal ob sie eine gute T-Zell-Immunität haben oder nicht, sich nochmal impfen zu lassen mit dem aktuellen angepassten Corona-Impfstoff, diesem XBB5. Und das PAI weist aus, welche Impfstoffe zurzeit zur Verfügung stehen. Und es gibt ja welche von Pfizer, Moderna kommt dazu und Novavax ist auch in der Diskussion. Und ja, viele Menschen haben sicherlich auch schon eine Infektion durchlebt und fragen sich, muss ich auch als über 60-Jähriger mich jetzt impfen lassen? Oder was ist mit denen, die unter 60 sind und irgendwelche Ängste haben? Wie schätzen Sie die Situation ein? Ja, es dreht sich jetzt um die neue Impfempfehlung und zwar von angepassten Impfstoff. Das ist der Kombinate, hauptsächlich also mRNA-Impfstoff, gegenüber der Omikron-Variante XBB1.5. Ja, wir haben es also schon mit einem sehr bunten Bild zu tun. Wir haben Personen, die nur geimpft sind, Personen, die nur infiziert sind, aber die meisten wahrscheinlich, die geimpft sind und eine Infektion hatten. Einige hatten die Infektion vor der Impfung, andere hatten die Infektion oder Infektionen nach der Impfung. Es gibt die Möglichkeit, wirklich zu überprüfen, wie gut eine Antwort ist des eigenen Immunsystems. Also immer wenn wir natürlich wieder eine neue Impfung machen, verbrauchen wir auch als ältere Person wieder unsere naiven T-Zellen. Auch das sollte man nicht ganz vergessen. Also stehe ich immer auf dem Standpunkt, lass uns überprüfen, ob wir überhaupt eine gute Abwehr haben. Und für diese Überprüfung wäre dann der sogenannte Functional Sensitivity Test, den man dafür anwendet, oder würden Sie gezielt gucken, wie ist denn meine Immunantwort gegen das Coronavirus generell? Also das sind zwei verschiedene Fragestellungen. Hier würde ich sagen, man schaut mal nach, wie ist überhaupt meine Antikörper oder meine Antwort gegenüber das Coronavirus und gegenüber den einzelnen Varianten. Das heißt, wir haben ja unser Immunsystem, das teilen wir ein ganz grob in zwei Teile. Einmal das Innate Immunsystem oder das angeborene Immunsystem und das adaptive Immunsystem. So, bleiben wir mal beim adaptiven Immunsystem. Da haben wir auch zwei Arme. Einmal die B-Zellen, die die Antikörper machen, und die T-Zellen, die halt infizierte Zellen vernichten und auch natürlich die B-Zellen regulieren, damit die überhaupt die Antikörper richtig machen. So, bei SARS-CoV-2, das wissen wir inzwischen oder auch schon ganz viele Publikationen oder das allgemeine Wissen inzwischen, dass beide Arme sehr wichtig sind. Die T-Zell-Antwort ist immer noch ein ganz klein wenig wichtiger als die Antikörperantwort. Aber sagen wir mal, beide Arme sind wichtig. Also würde ich jetzt überprüfen, habe ich überhaupt noch Antikörper gegenüber SARS-CoV-2, vor allen Dingen auch gegenüber welchen Varianten. Das kann man überprüfen, indem man sagt, habe ich noch eine neutralisierende Kapazität gegenüber, sagen wir, Omikron oder Delta oder Alpha, Beta, wie auch immer. So, jetzt wissen wir ja, dass die Antikörperantwort weggeht mit der Zeit. Sagen wir mal, wir haben uns letztes Jahr infiziert und jetzt haben wir in der Zwischenzeit keinen Kontakt mehr mit Corona. Dann verschwinden die Antikörper, also sie haben eine, nach 5 Monaten sind sie vielleicht nicht mehr nachweisbar. So, das heißt, wenn wir jetzt testen würden, ob jetzt Antikörper da sind, kommt vielleicht raus, es sind keine mehr da. Ja? Aber wir haben Gedächtnis-B-Zellen. Das sind Gedächtnis-B-Zellen, die sich gebildet haben, die immer bei einem neuen Virus oder bei einem Wiederaufflackern dieses Virus sofort Antikörper produzieren können. Also würde ich dann auch sagen, lasst uns testen, ob diese Gedächtnis-B-Zellen da sind und sofort wieder reagieren könnten. Ja? Und das gleiche Prinzip wäre wieder auch bei den T-Zellen.
Natürlich können wir erstmal schauen, haben wir T-Zellen? Bei T-Zellen haben wir nicht das Problem der Corona-Varianten. Also T-Zellen sind, selbst wenn sich wieder etwas ändert, das stört die T-Zellen nicht in der Erkennung. Können wir schauen, haben wir noch welche T-Zellen da? Aber auch die lassen natürlich nach mit der Zeit. Warum soll auch der Körper jede Menge T-Zellen produzieren, wenn er sie nicht braucht? Ja, da müssen wir gegen Influenza, gegen Corona, gegen alle Varianten, gegen B-Streptokokken, gegen das. Also das wäre enorm Energieaufwand. Das heißt aber, wir können erstmal schauen, sind vielleicht noch welche da? Und wenn sie jetzt nicht da sind, das gleiche wie bei den B-Zellen. Es gibt eine Gedächtnis-T-Zellen. Ja, und da züchtet man die auch wieder an und schaut, ob denn sofort die T-Zellen sich sofort vermehren können, wenn das Virus kommt. Im Grunde genommen überhaupt einen Kontakt zu irgendeinem Virus haben, dann kommt es ja in der Regel über die Haut und Schleimhaut, zumindest dieses Omikron- und Coronavirus in uns hinein. Wir haben dort an der vordersten Front unspezifische Kämpfer, wir haben das Oberflächenimmunglobulin und es vergeht eine gewisse Zeit, bis so ein Virus dann auch kommt und Zeit, die wir brauchen, damit diese Gedächtniszellen sich erinnern und mobilisieren und sozusagen sich vermehren. Also die Gedächtnis-B- und T-Zellen vermehren sich ziemlich schnell. Die sind ziemlich schnell wieder auf dem Plan. Genau. Gut, das heißt also, wenn diese Immunität vorhanden ist, dann bestünde eigentlich kein Grund, das Immunsystem erneut mit irgendetwas zu beschäftigen, weil wir im Grunde genommen nur unökonomisch arbeiten, täten und das System beschäftigen. Und wenn in diesem Zeitfenster auch noch ein anderes Virus auf uns zufliegen täte, es unter Umständen weniger Reserven hätte. Diesen Gesichtspunkt muss man so sehen, ja. Es gibt ja auch Studien im Grunde genommen zu Kindern im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen, die dann 4 Wochen und auch 6 Monate nach der zweiten Impfung bezüglich der Fähigkeit des Immunsystems untersucht wurden. Was ist denn dabei rausgekommen? Ja, das ist ein ganz wenn wir mal auf das Spezielle der Messenger-RNA-Impfung gehen, dann hat man ja diese Messenger-RNA, die dann für das Spike-Protein kodiert, in Lipid-Nanopartikel gepackt, ja. Aber diese mRNA, die dann natürlich in die Zelle reingeht, soll ja nicht gleich wieder degradiert werden, weil unsere Zelle erkennt sofort, dass es also fremde RNA ist und würde sie sofort zerkleinern, entfernen. Das will man nicht. Deswegen hat man diese RNA verändert. Und zwar mit bestimmten Methylierungen versetzt, dass die Zelle glaubt, es wäre die eigene, unsere RNA. Also nicht fremde RNA vom Virus oder Bakterium, sondern unsere. Und deswegen werden die erstmal nicht angerührt oder sehr, sehr langsam nur angerührt und degradiert. So. Aber auch, es werden aber auch Mechanismen angeschmissen, die die Erkennung von anderen Mikroorganismen, Bakterien, Viren minimiert, also inhibiert. Und das hat man eben bei dieser Studie sehr schön gezeigt. Das heißt, man hat die Immunzellen zu verschiedenen Zeiten nach der Impfung den Kindern also genommen, also Blut entnommen und geschaut, wie gut können diese Zellen jetzt mit einem Mikroorganismus umgehen. Also wie gut ist die Antwort? Da haben wir eben gesehen, dass es eben eingeschränkt ist. Also bis 6 Monate gegenüber, hauptsächlich gegenüber Viren, bei Bakterien ging es dann ein bisschen besser. Und wenn man das jetzt auf unsere Risikopopulation geht, also Leute ab 60 Jahren sollen sich impfen lassen, aber auch da haben wir natürlich immer die Gefahr, dass wir anderen Viren oder Mikroorganismen ausgesetzt sind. Denken Sie mal nur an Bakterien, die Lungenentzündung machen, irgendeine Streptokokke, die ungünstig da ist, bestimmte Staphylokokken, die zur Lungenentzündung führen können. Also wir brauchen eigentlich erst recht im Alter ein möglichst gut funktionierendes Immunsystem. Das wollen wir nicht noch weiter schwächen. Da haben wir ja gesehen, dass jetzt im letzten Winter oder auch im letzten Sommer schon, das ist ja eine absolut unübliche Zeit, wir ja sehr viele RS-Viren, also Respiratory Syncytial Virus-Infektionen hatten in verschiedensten Altersgruppen, erstaunlicherweise auch bei vielen Kindern, die ja eigentlich ein überschießendes Immunsystem haben und auf diese mRNA-Impfung ja viel stärker auch reagieren und ja, als ältere Menschen mit der Immunseneszenz. Und im Winter kommt ja jetzt im Grunde genommen dann auch wieder dieses Virus und auch die Grippeviren sind ja dabei. Außerdem wurden ja auch im Zusammenhang der Corona-Infektion und Impfung deutlich mehr Herpes Zoster-Fälle gesehen. Also die Shingrix-Impfung hat ja einen richtigen Aufwind bekommen in dem Zusammenhang, um eben auch gegen Herpes Zoster noch zu impfen.
Die Uni Erlangen war es, glaube ich, die hatten noch eine andere Studie gemacht. Die hatten doch geschaut, wie sich IgG4, also im Grunde genommen die Toleranz gegenüber Viren verändert hat. Was wäre das denn? Ja, die Toleranz, das ist das Immunglobulin G4. Also wir haben ja verschiedene Immunglobulinklassen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. IgA, das kennen Sie auf den Schleimhäuten, was sofort gegen die Viren angeht oder auch Bakterien. Dann haben wir die IgG-Klassen, da haben wir IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4. IgG3 ist hauptsächlich neutralisierend, also was wir eigentlich auch sehr gerne haben möchten. Und IgG4 kennen wir eigentlich aus der Allergieforschung. Das wurde, wir haben es vor Jahrzehnten damit gearbeitet, ist, wenn man nämlich mehr IgG4 hat, dann ist eigentlich die Allergie zurückgegangen. Also es ist eine bestimmte, ja, das Immunsystem geht nicht mehr gegen das Antigen vor. Das ist ja auch das Prinzip der Desensibilisierung. Also alle Allergiker werden desensibilisiert und das beruht darauf, dass die IgG4-Antwort hochgeht. Ja. Und wenn das jetzt in einem Fall mit einer Virusinfektion ist, dann muss man sehen, ist das IgG4 jetzt nur ein sehr geringer Teil, also vielleicht ein paar Prozent, oder ist auf einmal die IgG4-Klasse ganz viel? Soweit ich die Studie in Erinnerung habe, war es verhältnismäßig viel IgG4, was gebildet wurde. Das hat man dann die Befürchtung, dass dann das Virus oder dieses Antigen, erstmal ist ja das Spike-Antigen, nicht mehr erkannt werden kann. Und wenn dann also wirklich eine Virusinfektion kommt, dass dann der Körper das als eigen ansieht. Wäre ja so, dass nach der dritten Impfung insbesondere dieser hohe Peak des IgG passiert ist. Die erste war ja nur kaum Veränderung, bei der zweiten ging es ein bisschen höher und bei der dritten Impfung war es dann doch massiv angestiegen. Und wenn diese vierte oder fünfte dazu kommt, dazu hatte ich jetzt keine Studie gelesen, aber wäre ja zu postulieren, dass sich das dann noch weiter potenziert. Würde ja bedeuten, dass im Grunde genommen, wenn der Körper gar nicht drauf reagiert, wäre was passiert? Werden wir dann nicht krank oder werden wir dann durch die vielen Spikes, die gebildet werden, was ja bei der Impfung auch passiert, die werden ja dann sofort in allen Organsystemen, wohin die wandern können, abgelesen. Was wäre da? Oder was ist ein Antibody-Dependent Enhancement in solchen Zusammenhängen? Gut, also ich kann jetzt hier keine Studie vorweisen. Jetzt müssen wir mal in die ganz normale Immunologie, Grundlagen der Immunologie gehen. Einmal könnte man natürlich erstmal vorneweg sagen, ich messe doch einfach mal IgG4-Anteil, wie hoch ist der Antikörper? Das geht. Eine klassische Methode zur Messung. Und die zweite Sache, Ihre Frage zu beantworten, ist, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn ich jetzt mein immunologisches Grundwissen dafür anwende, ist es so, dass dann das Immunsystem eben nicht den Feind abwehren kann. Aber das Spike-Protein interagiert ja mit vielen Rezeptoren. Es ist ein Pathogenitätsfaktor und diese Wirkung würde weiterhin vorhanden sein. Gut, ein Antibody-Enhancement könnte vielleicht reduziert werden, aber wenn das Immunsystem den Feind nicht mehr kennt, kann der Feind wüten. Also bei mir in der Praxis kommen ja doch eine ganze Reihe von Patienten, die ich dann auch mal messe in bezüglich der Neutralisationsfähigkeit. Und da ist ja die sogenannte BAU, die Bindungsfähigkeit, die gemessen wird. Und die wird ja immer noch gemessen gegen die Wuhan-Variante. Und die hat ja nun mit der heutigen Omikron-Variante, mit dem Spike, mit den vielen Mutationen überhaupt nichts mehr zu tun. Und insofern ist eben auch das, was an Antikörpern gebildet wird, möglicherweise dann überhaupt nicht mehr wirksam. Nun stellt sich aber ja die Frage, damals hieß es ja, wir sollen alle 4 Wochen impfen, weil die Antikörper so schnell verschwinden und in der Studie wurde ja gezeigt, dass also die Halbwertszeit 28 bis 31 Tage sind und dass im Grunde genommen dann, wenn man jetzt vor 1,5 oder 2 Jahren das letzte Mal geimpft wurde und wir gucken zum Beispiel nach den Nucleokapsid-Antikörpern, um zu schauen, hat denn kürzlich vielleicht eine Infektion stattgefunden und die sind unauffällig, dann stellt sich ja die Frage, warum ist trotz der vielen Halbwertszeiten die BAU immer noch so hoch? Und die zweite Frage ist ja auch, kann, wenn die Omikron-Variante überhaupt keine Bindungsfähigkeit oder Ähnlichkeit mehr mit der Wuhan-Variante hat, dadurch überhaupt diese BAU, die wir messen, getriggert werden? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dass man sich immer der Aufruf zum Boosterimpfung beruht ja darauf, dass die Antikörper nach so und so vielen Wochen oder zumindest nach spätestens 6 Monaten wirklich unter ein bestimmtes Maß gefallen sind, dass sie nicht mehr schützen. Haben auch aktuelle Studien, auch die über die letzten 3 Jahre gelaufen sind, haben genau auch das bestätigt.
Jetzt sind wirklich Patienten, das sehen wir auch, die vor 2 Jahren geimpft wurden und die haben einen ganz hohen Antikörpertiter. Dann haben Sie ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass man sagen kann, ja, vielleicht hat sie doch eine aktuelle Infektion gehabt mit dem aktuellen Coronavirus. Dann können wir ja sehr gut feststellen, wie hoch die neutralisierende Kapazität gegenüber den einzelnen Varianten sind. Der normale Antikörpertest geht nur auf Wuhan, aber wir können auch auf die einzelnen Varianten gehen. Und wenn dann gegen vielleicht Delta 30%, aber gegen Wuhan 100%, ist natürlich die berechtigte Frage, woher kommt denn auf einmal, dass noch so viele Antikörper da sind? Ist noch da irgendwo ein Trigger im Körper? Ja, genau, die Frage stellt sich. Und um diese Frage zu beantworten, gibt es ja mittlerweile auch bestimmte Messverfahren, wonach man eben schauen kann, ist der Trigger, werden Spikes weiter gebildet, sind die Ursache vielleicht dafür, dass eben auch immer wieder Antikörper gebildet werden müssen. Solange die Spikes an den neutralisierenden Antikörpern gebunden sind, sind sie ja erfreulicherweise relativ unschädlich. Aber in dem Moment, wo sie ja gebildet werden, müssen sie ja in den Zellen exprimiert werden. Und die Zellen, die das ablesen, müssen dafür sterben. Und in den Zellen, wo Spikes sich ansammeln, haben sie ja auch eine schädigende Funktion auf die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, und haben, auch wenn sie sich agglomerieren, machen sie Probleme mit den ACE-Rezeptoren der Thrombozyten und können auch dort eben zu Verklumpungsrisiken führen, diese Fibrinklots, diese Mikrodurchblutungsstörung, die wir ja schon kennengelernt hatten und die auch bei diesen Erschöpfungssituationen ja häufig mit beteiligt sind. Was kann man da messen und wie kann es denn überhaupt zu erklären sein, dass dann da immer noch Spikes sind? Ja, also wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, haben wir Leute, die geimpft wurden, also bei diesen, aber die haben auch eine Infektion sicherlich durchgemacht. Also es gibt kaum einer, der geimpft wurde und keine Infektion hatte. Das heißt also, wenn jetzt immer noch die Antikörper gegen das Spike gebildet werden ist, können es ja von beiden Seiten kommen. Also einmal von der Impfung, von der Infektion oder von beiden. Wenn jetzt allerdings die Antikörper hauptsächlich gegen die Wuhan-Variante nur gerichtet sind, also neutralisierend und gar nicht gegen Omikron, dann ist natürlich eine Infektion mit diesem Virus, dass das die Grundlage ist für die Antikörper, ein bisschen geringer wahrscheinlich. Gucken wir aber trotzdem, was gibt es denn für Möglichkeiten? Es gibt die Möglichkeiten, dass das Virus sich, warum auch immer, irgendwie persistiert im Körper. Coronaviren gehören eigentlich nicht zu den Viren, die das machen, aber wenn das Immunsystem durch irgendeinen Grund vielleicht nicht optimal ist, kann es sich vielleicht im Darm festsetzen, wissen es nicht genau. Die zweite Möglichkeit ist dann aber auch, dass die Messenger-RNA vielleicht, also die Impf-mRNA, vielleicht doch noch viel länger aktiv ist, als man es vielleicht vermutet hat. Auf jeden Fall kann man erstmal sagen, ich gucke erstmal, ob das Spike wirklich noch der Stimulus ist, das Spike-Protein, egal wo es jetzt herkommt. Und damals fragt man sich natürlich, wo suche ich denn das Spike-Protein? Ich kann es einmal im Plasma, also im Blut natürlich gucken, aber da sehe ich nur das nicht gebundene. Also wenn sehr hohe Antikörpertäter sind, könnte sein, dass das gebunden ist und ich erkenne es nicht. Dann haben wir aber noch unsere Immunzellen, die Makrophagen. Die Makrophagen, die wandern durch den Körper und gehen überall, wo irgendetwas im Körper ist, ein fremdes Protein, sammeln sie das auf und bringen es wieder ins Blut zurück. Das kennen wir von der Tuberkuloseforschung, von der HIV-Forschung. Das ist also nichts Neues. Und das können wir uns also hier auch aneignen, dieses Verfahren, und sagen, wir schauen nach, ob in den Makrophagen halt Spike-Proteine sind. Dann wissen wir von den letzten Jahren auch, dass der Spike sehr gerne auch in Exosomen durch den Körper reist. Also Exosomen sind so, ich sage immer, ja, das sind Lipide, aber wie Raumschiffe, die durch den ganzen Körper gehen. Und dort verstecken sich die Spike-Proteine sehr gerne. Also müsste man eigentlich im Plasma, in den Immunzellen und in den Exosomen schauen, ob da Spike-Proteine sind, um ganz sicher zu sein, dass sie mir nicht entwischen, wenn sie da sind. Und diese Exosomen haben ja die Fähigkeit, über Endo- und Exozytose in jede Zelle reinzukommen und sind nicht angewiesen auf irgendwelche Rezeptoren. Ja, ist richtig. Das ist natürlich auf der einen Seite das Gute. Deswegen sind sie ja auch gebildet worden von dem Körper, dass sie eben sofort von Zellen zu Zellen gehen können und Informationen weiterreichen können. In diesem Fall wäre es halt etwas ungünstig. Und wenn man die nun gefunden hat, dann ist ja trotzdem noch die Frage, wo kommen sie her? Kann man das auch klären? Wo sie herkommen, ja, das ist natürlich klar eine wichtige Frage für die
für die vielleicht nachgeforderte Therapie, wie man es oder wo man suchen soll. Man könnte erstmal sagen, ja, ich will ja mal wissen, ist es von der Impfung oder ist es von der Infektion oder von beidem, ist ja auch die Möglichkeit. Das könnte man massenspektrometrisch ganz gut machen. Wir arbeiten dran, aber es ist noch ein bisschen schwierig. Das heißt, stellen Sie sich vor, das Spike-Protein ist ja nur in geringen Konzentrationen in unserem Körper. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Serum nehmen, unser Plasmazellen, und das Spike-Protein ist nur sehr, sehr, sehr in geringen Konzentrationen. Wir müssen das halt da rausfischen. Mal ein Beispiel. Sie kennen doch sicherlich die Bällebäder in Kinderhotels. Ja? Und sagen Sie mal, Sie haben dort rote Bälle, das ist, sagen wir jetzt, unsere normale Proteine, und blaue Bälle, das ist Protein. Wenn Sie jetzt den roten Ball, den blauen Ball nehmen, können Sie ihn ganz klar unterscheiden. Ja? Aber wenn der blaue Ball jetzt unter 100.000 roten Bällen ist, dann müssen Sie irgendwie einen Mechanismus haben, den rauszuholen. Und das ist im Moment das Problem. So, das ist jetzt, um unterscheiden können, was ist das für ein Spike-Protein. Dann können wir sagen, okay, wir umgehen das vielleicht ein bisschen, dieses Problem, und sagen, können wir dann eventuell doch die Messenger-RNA, die Impf-mRNA nachweisen? Die unterscheidet sich ganz klar von einem SARS-CoV-2-Virus. Heißt, können wir das nachweisen? Jetzt die Frage, wo suchen wir? Wir suchen in den Immunzellen, da haben wir schon sehr viel gesucht, aber jetzt nicht gefunden. Aber vielleicht suchen wir es auch noch in den Exosomen. Ja? Und eine dritte Möglichkeit ist ja noch, dass das hat sich ja herumgesprochen und auch wurde gezeigt von mehreren Gruppen, dass Plasmide in den Impfstoffen waren. Das heißt, wir können jetzt schauen, sind vielleicht die Plasmide in unseren Zellen noch vorhanden? Ob sie da etwas tun, seien wir es mal dahingestellt zu sein, erstmal überhaupt, ob sie überhaupt da drin sind. Also das wären so Möglichkeiten, um zu sagen, woher kommt das denn, dass die Spike-Proteine immer noch da sind? Da fragt sich jetzt natürlich der Zuschauer, was sind Plasmide und wie sollen die denn kommen? Wofür sind die eigentlich da? Ja, das ist jetzt, also Plasmide ist, kennt jeder, der mit Mikroorganismen arbeitet, gut, der Zuschauer vielleicht jetzt nicht, erkennt, das sind Strukturen, oder sagen wir mal andersrum, jetzt im Impfstoff, der diente sozusagen als Vorlage für die Messenger-RNA, für den Impfstoff. Also dann wurden Bakterien mit den Plasmiden geimpft, damit die mRNA produzieren, dann wurden sie aufgereinigt und da hat wohl einer nicht aufgepasst und ein Plasmid ist mit rübergerutscht. Denn Sie können das besser erklären als ich. Aber so dafür sind die Plasmide eigentlich gebaut worden, damit die Bakterien genau. haben. Genau, das haben wir früher auch selbst gebastelt. Also diese Plasmide, das sind Strukturen, die kann man in Bakterien reingeben, die werden vermehren sich dort separat und dann kann man sie wieder aufreinigen und in diese Plasmide kann man jede Information, also vielleicht nicht jeder, aber die meisten Informationen reinbringen, die man haben möchte, ja, für Proteinexpression und so weiter. Das sind, ja. Wenn wir jetzt auf die Frage, welche Funktion könnte es haben oder was könnte sich daraus entwickeln gehen, also da muss es ja irgendwie abgelesen oder eingebaut werden, wie könnte das denn theoretisch möglich sein? Gut, da gibt es im Moment jetzt keine Studien, mit denen kann ich jetzt nicht aufwarten. Ich kann jetzt nur wieder aus der normalen Mikrobiologie und Immunologie halt folgern. Diese Plasmide haben einen bestimmten Promoter auch, das nennt sich SV40. Und mit diesem Promoter, oder fangen wir nochmal anders an, diese Plasmide können natürlich sein, dass sie ganz einfach degradiert werden. Ja, unser Körper erkennt, das ist was Fremdes, wird degradiert, kaputt gemacht, stört überhaupt nicht. Die andere Sache könnte, dass es vielleicht doch nicht so schnell kaputt gemacht wird und Sie haben einen bestimmten Promoter, das ist ein SV40, nennt sich das, Simian Virus 40. Den hat man früher extra genommen, um bestimmte Zellen unsterblich zu machen. Und mit diesem SV40-Promoter könnte das Plasmid jetzt in unseren Zellkern gehen. Wenn es dort drin ist, kann sein, dass es dort gar nichts macht, einfach nur rumliegt. Ja, aber es kann erstmal überhaupt reingehen. Das heißt noch nicht, dass es irgendwie abgeschrieben wird. Einfach nur reingehen. Eine andere Möglichkeit kann natürlich auch sein, dass diese Plasmide, wenn sie zum Beispiel eine bestimmte Bakterien erwischen, also die sind ja eigentlich dafür gedacht, um in Escherichia coli sich zu exprimieren, also reinzugehen. Gut, jetzt die Frage, wenn sie das Plasmid aufnehmen, dann machen das eigentlich aber auch Bakterien nur, um da einen Vorteil zu haben. Ja, also wenn sie denken an
an Antibiotikaresistenz. Dann, wenn sie das Plasmid haben und dann antibiotikaresistent sein können, dann machen sie das, weil vielleicht in der Umgebung Antibiotika sind. Oder sie haben eine bestimmte Funktion, dass sie sich gegenüber anderen Bakterien durchsetzen können. Welche Funktion oder welchen Vorteil sie hätten, wenn sie das Plasmid jetzt behalten würden, also nicht nur aufnehmen, das kann ja sein, aber nicht wieder rausschmeißen, kann ich im Moment nicht sagen. Gut, jetzt haben wir eigentlich einen ziemlich großen Bogen geschlagen über das, was wir über die Immunität haben. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben also normalerweise ein intaktes Immunsystem, was über ausreichende Erinnerungszellen verfügt. Vor allen Dingen, wenn wir eine Infektion durchlebt haben, haben wir eine Immunität, die auch an unseren Eintrittspforten arbeitet, was durch eine Impfung, die nicht über die Nasenschleim oder so vermittelt wird, nicht gegeben ist, oder Schluckimpfung so in dem Sinne. Wir haben ein Virus, was im Moment sich eher in den oberen Atemwegen breit macht, im Gegensatz zu dem Ausgangsvirus Wuhan, was schwere Lungenentzündung gemacht hatte. Wir haben ein Virus, was trotzdem mit seinen Spikes Schäden auslösen kann. Das Spike an sich ist eine toxische Sache, insbesondere weil es zum Beispiel an den ACE2-Rezeptoren, auch der Thrombozyten, herangeht, von denen wir auch ganz, ganz viele haben und die eben dann auch Durchblutungsstörungen machen können. Und wenn wir an die innerste Schicht der Blutgefäße denken, wo sie dann zum Teil auch exprimiert werden können, dann kommen sowohl die Thrombozyten als auch die Endothelzellen zusammen. Wir haben also Bierschorsche Trias. Die Blutzusammensetzung ändert sich, die Wandzusammensetzung ändert sich und eine von den drei Sachen reicht, von dreien reicht schon aus, um einen Thrombus auszulösen. Und hier haben wir schon zwei von drei, also eine Sache, die man nach Möglichkeit umgehen möchte. Und wir haben die Empfehlung, dass Leute über 60 das machen sollen, die eh schon ein etwas schwächeres Immunsystem möglicherweise haben. Aber wir haben gehört, es gibt naive T-Zellen, die man nicht unnötig verbrauchen soll. Wir wissen, dass wir wieder eine Impfung haben, die sich nur auf das Spike-Protein ausrichtet, was einer hohen Mutationsrate unterliegt. Also unter Umständen, kurze Zeit nachdem geimpft wurde oder auch wenn geimpft wird, sich schon wieder so weit verändert hat, dass es nicht mehr passt, dieser Hochsicherheitsschlüssel. Und wir haben erkannt, dass es durch die Aneinanderreihung von Impfungen zur Einschränkung der Immunantwort auf der Virusabwehr und auf der Bakterienseite kam und die Bakterienseite hat sich dann im Verlauf wieder erholen können. Und wir haben herausgefunden, dass über IgG4 gerade die Antikörperleistung, also auch der neutralisierenden Antikörper gegenüber den Spikes, herabgefahren wird im Sinne einer Hyposensibilisierung, was die Gefahr beinhaltet, dass im Grunde genommen mehr Viren gebildet werden können und immer dort, wo Viren gebildet werden, wo sie wieder in die Zellen eintreten, müssen die CD8-Zellen, die zytotoxischen T-Zellen da zuschlagen und das bedeutet, dass diese infizierten Zellen alle sterben. Wenn diese Spikes also immer wieder gebildet werden oder wenn die mRNA möglicherweise immer wieder abgelesen wird, dann gehen Zellen kaputt und es gibt eben Organe, die können sich erneuern, wie zum Beispiel Leber, Maus hat sich alle 200 Tage und es gibt eben Zellen, die können es nicht so gut, wie zum Beispiel das Herz oder das Hirn. Und da will man ja ein bisschen sorgsam mit umgehen. Ja, dann vielen herzlichen Dank wieder für Ihre Expertise und Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, die Informationen sind für Sie hilfreich und wenn es Ihnen gefällt, dann leiten Sie das Video doch weiter, damit möglichst viele informiert sind. Bis zum nächsten Mal. Thank you.